In diesem Video wollen wir uns dann im Detail mit dem View Lifecycle beschäftigen. Also, wir öffnen hier unseren Step 6, den kopierten Step 5 und haben ja hier unsere fantastische App, unsere Multiscreen-App. Na, komm schon, liebes Xcode, so schwer ist das doch nicht. Und so, wie wir sie im letzten Schritt verlassen haben. Ja, ich hatte hier schon etwas angedeutet mit dem ViewDidLoad und dem ViewWillAppear, also genau der Geschichte mit dem ViewLifecycle. Was passiert, wenn ein View eines ViewController auf den Bildschirm kommt und wie läuft das ab? Und das wollen wir uns jetzt hier am Beispiel von unserem OrangeViewController einmal genauer anschauen. So, also ViewDidLoad, das geben wir aus. DInit geben wir aus. Und jetzt fällt mir dabei auch noch etwas ein. Statt in jede Methode den Namen tippen zu müssen in einem Print, damit er auf der Konsole auftaucht, können wir ja Hilfe von Swift anfordern, denn Swift weiß, wie eine Methode heißt, in der man sich gerade befindet. Und dazu gibt es ein paar Keywords und wir machen das wieder mit dieser String Interpolation, bauen also den Wert, wenn wir so wollen, einer Variablen oder Konstanten gleich in den String mit ein. Wie war das noch gleich? Backslash, Klammer auf, Klammer zu. Und da gibt es dann das Keyword Function. Bitte gebe mir doch den Namen der aktuellen Function aus, weil es ja der Name der Methode ist, ne? Aber darüber hatten wir uns ja schon oft genug unterhalten. So, und jetzt können wir ein paar Methoden überschreiben. Da haben wir uns auch noch nicht mit im Detail beschäftigt, nämlich diesem Override, was hier immer steht. Ein UI-View-Controller bringt ja die Methode ViewDidLoad mit. Das wissen wir, der macht ja was. Jetzt ist es aber so, dass unser OrangeView-Controller diese Methode durchaus überschreiben darf, um eben noch eigene Dinge zusätzlich zu machen. Wenn ich eine Methode meiner Superklasse überschreibe, dann ist es aber oft angebracht, das, was sie tun würde in der Superklasse, auch nochmal aufzurufen. Deshalb hier diese Konstellation Override ViewDidLoad und wir rufen auf Super ViewDidLoad. Also wir als OrangeViewController überschreiben das Ding und rufen dann unseren Chef auf, damit der erstmal seine Arbeit erledigt und dann kommen wir dran. So, jetzt gucken wir uns mit dem Wissen mal vier weitere Methoden an. View will appear und dann view did appear und dann noch view will disappear und view did disappear. So. Das sind jetzt vier sehr spannende Methoden und wir geben einfach aus, wenn sie aufgerufen werden und schauen uns das Ergebnis auf unserem Simulator einmal an. Und da ist er ja schon, unser Simulator. Also, wenn wir hier auf dem Mainscreen mit dem Button Orange View den Orangen View holen, dann sollten jetzt ja verschiedene Ausgaben wo erscheinen? Richtig, auf der Konsole und die haben wir hier unten. So, da hier schon ein bisschen was steht, was der Simulator so gequatscht hat, können wir das auch einfach mal in den Papierkorb schmeißen und da wir die volle Ausgabe wollen, setzen wir das Ganze so ins Bild, dass wir unseren View hier, unseren Variable View ausblenden. So, jetzt haben wir also Platz für unsere Konsolausgaben und ich klicke mal auf diesen Orange View. Was passiert jetzt alles? ViewDidLoad
Prima, also der orange View wird geladen. Und seht mal, das ist das, was unser Hash-Function macht. Ne? Zur Laufzeit weiß das System, in welcher Methode es sich befindet. Ach, ist doch ein Traum, diese Swift. View did load, View will appear, View did appear. Also, der View möchte gerne nach vorne kommen, der View ist da. Okay, jetzt gehen wir wieder zurück. Und was wird dann aufgerufen? View will disappear. Er möchte gerne verschwinden, unser oranger View. View did disappear. Er ist schon weg. Und dann der deinit. Nun ist er auch komplett aus dem Speicher raus. Okay. Jetzt wird's nochmal spannend. Ich lösche nochmal die Konsolausgabe. Hier mit dem Papierkorb. Wir schaffen uns nochmal ein bisschen mehr Platz. Und jetzt gehen wir nochmal rein. View did load, View will appear, View did appear, alles klar. Und jetzt die Quizfrage. Was passiert, wenn ich vom orangen View zum roten View gehe? Wird dann auch der deinit aufgerufen? Nein, sage ich jetzt so. Und wir gucken uns das an. Ich klicke auf den Red View. Der orange View wird nur aufgerufen, View will disappear und View did disappear. Er möchte gerne weggehen, er ist weg. Aber er lebt noch im Speicher. Die orange Karte liegt wie beim Skatspiel jetzt unter unserem roten View-Controller. Und das wiederum heißt, wenn ich zurückkomme, dass nicht mehr View did load von unserem orangen View Controller aufgerufen wird, sondern nur View will appear und View did appear. Ach, das ist ja spannend. Und erst wenn ich zurückgehe und kein Mensch mehr den orangen View Controller braucht, wenn die Karte wirklich oben nach oben vom Stapel weggenommen wird, dann wird vom orangen View Controller deinit aufgerufen. Sehr, sehr schön. Jetzt machen wir noch Folgendes dazu. Wir werden jetzt hier diese Methoden auch noch zusätzlich implementieren in unserer Klasse ViewController. Denn ich möchte euch noch zeigen, dass diese Methoden einen ganz bestimmten Tanz tanzen. Ja, wenn ich euch aber Quelltext zeige und wenn wir was machen, ich mache nochmal Command-Z und rückgängig, dann darf man eins auch nicht vergessen, ich sollte es euch richtig zeigen, weil man sonst unter Umständen in Probleme läuft. Und was hatte ich euch erklärt noch im letzten Video zu View Will Appear? Immer und wirklich immer super aufrufen, sonst kann nämlich eure App ganz fürchterlich aus dem Tritt kommen. Ja, gesagt, getan. Super View will appear animated. Ganz wichtig, View did appear. Super View did appear animated. Das geben wir weiter, den Parameter, den wir da reinkriegen. Super View will disappear. Es ist wichtig, Leute. Es ist so wichtig. Ich habe mir da wirklich mal ganz große Probleme eingehandelt, weil ich das vergessen hatte. Und man muss in diesen Will-Geschichten und Dit-Geschichten definitiv immer super aufrufen. Also, jetzt habt ihr das gleich gesehen, wie wichtig das ist. Ich habe es kopiert, ich habe es mir jetzt hier eingefügt und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Das ist nicht der Orange View Controller, sondern nur der View Controller. Ja, man könnte sogar sagen, gib mir den Dateinamen aus, das wäre dann File, aber dann haben wir einen ganzen Pfad und da bräuchten wir nur den letzten Teil. Da will ich jetzt noch nicht drauf eingehen. Also sagen wir einfach hier, das ist View Controller und nicht Orange View Controller. Und dann können wir das überall hier einkopieren und hier oben, wo wir mit der Navigation Bar gespielt hatten, auch. Also nichts Wildes. Unser View Controller hat jetzt die Methoden View will appear bis View did appear überschrieben und unser Orange View Controller auch. Und nun schauen wir uns an, ob denn jetzt irgendwas Lustiges passiert, worauf ich euch ganz besonders hinweisen möchte. Also zunächst mal sehen wir jetzt auch schon den Lifecycle, wenn wir so wollen, von unserem Mainscreen, denn der sagt ja auch hier View Controller, View will appear, View did appear, so weit, so gut. Und jetzt wird's spannend, jetzt gehe ich nämlich vom Mainscreen zum Orange View.
und schaut mal hier, das ist dieser Tanz, von dem ich schon des Öfteren mal gesprochen hatte. Ich bin auf dem Main View Controller und klicke Orange View Controller. Dann sagt der Orange View Controller, View did load. Der wird zunächst mal geladen. Okay. Dann sagt unser Main View Controller, ich würde dann gerne verschwinden. Dann sagt der Orange View Controller und ich würde gerne auf den Bildschirm kommen. Dann sagt unser Main View Controller, ich bin weg, View did disappear. Und dann sagt unser Orange View Controller, Edge, dafür bin ich aber jetzt da, View did appear. Nehmt mal eure Finger der beiden Hände gegeneinander und verschränkt die mal so ineinander rein. Ja, fahrt mal so und verschränkt eure Finger vor eurer Nase und dann seht ihr genau, was da abgeht. Das Ganze ist miteinander verzahnt. Der eine Controller sagt, ich muss weg, der andere sagt, ja, ich will kommen, dann sagt der andere, ich bin weg, dann sagt der andere, Edge, dafür bin ich da. Und genau das ist natürlich super schön ausgedacht von Apple, dass wir diese Methoden zur Verfügung haben und so also Informationen aufbereiten können, bevor ein View auf den Schirm kommt oder wenn er da ist oder bevor er geht oder wenn er gegangen ist. Und das ist noch ein ganz, ganz wichtiges Thema zum View Lifecycle. Und ich glaube, das haben wir mit diesem Video auch ziemlich toll in den Griff bekommen.